Hallo Luke, was bringt dich denn heute zu den Vienna International Film Awards? Ja, ich freue mich sehr, heute eingeladen worden zu sein vom Alexander und bin zum ersten Mal hier. Bin schon sehr gespannt, was mich erwartet. An welchen Projekten arbeitest du denn aktuell? Hast du einen Film, über den du uns erzählen kannst? Naja, heute ist schon 2-3 Mal das Wort Porno gefallen, aber ich kann euch beruhigen oder besser gesagt enttäuschen, I'm sorry. Diesmal gibt es keine Pornos, aber es ist ein bisschen was in the making. Du weißt schon, man kann ja nicht immer was verraten. Okay, geheimnisvoll. Du hast ja auch schon unter anderem in L.A. gelebt und gearbeitet. Worin bestehen denn die Unterschiede zwischen Österreich und den USA im kreativen Prozess und natürlich am Set? Eine super Frage. Also, was man auf jeden Fall mal sieht, ist, dass in den USA das Ganze natürlich weit professioneller aufgezogen ist, auch die kleinen Produktionen. Ja. Es geht darum, dass einfach unserer Kreativbranche, den Schaffenden, mehr Respekt gezollt wird, was in Österreich, Deutschland, Europa meines Erachtens überhaupt nicht der Fall ist. Ja. Meistens wird gesagt, im Schauspiel kann man davon leben, was ist das? Und dort wird gesagt, okay, Schauspiel, spannend, was machst du, wie wird das aufgebaut, etc., etc., etc. Und auch hier, wenn man zum Beispiel die Komparserie ansieht, da müssen ja die Leute am Hungertuch nagen. Also ich kann mich erinnern, vor Jahren habe ich mal Komparserie gemacht. Ich glaube, da gab es als Catering 3 Rosinen, ja? Mhm. No joke, ja? Und drüben wirst du verköstigt. Also da wird noch mehr Wert auf den Menschen gelegt. Das ist mal das Erste. Das Set, es beginnt vom Equipment, wenn du dir das Licht ansiehst, allein, du siehst es einfach. Ja. Die Leute in den USA, speziell in Los Angeles, da verstehen sie ihr Handwerk. Ja. Du bist da in medias res, praktisch der Geburtsort des Films, wenn man so will. Klar, die müssen es können. In welcher Art und Weise glaubst du, dass Events wie dieses und Preisverleihungen wie diese zu dieser Anerkennung oder fehlenden Anerkennung in Österreich für Künstlerinnen und Künstler beiträgt? Na, auch eine sehr gute Frage. Ich finde es super, dass wenn die anderen uns schon, also die anderen, die Außenstehenden uns schon so argwöhnisch beäugen, dass wenigstens wir alle in der Branche zusammenhalten und sagen, wisst ihr was, okay, ihr versteht es nicht. Dann könnt ihr auch draußen bleiben. Mhm. Aber wir wissen, was wir machen, wir wissen, was wir können und wir wissen, was das auch für ein Struggle ist. Mhm. Ja, da gibt es keinen 9-to-5-Job, da gibt es einen 24-7-Job. Ja, so läuft es hier. Ja. Und wenn man die Vorbereitung oder die Nachbereitung, die Post-Production, was auch immer, mit einrechnet. Ja. Und deswegen finde ich, haben wir uns ein bisschen Schulterklopfen verdient. Auf jeden Fall. Als Schauspieler reist man ja viel und trifft auf verschiedenste Menschen und schlüpft auch in die verschiedensten Rollen. Man ist also stets in einer Phase des Wandelns. Wie gehst du denn mit so viel Veränderung um? Ja, also du musst wissen, Eva, als kleines Kind habe ich schon geliebt, Fasching, Halloween, verkleiden, eben in verschiedene Rollen schlüpfen, meine Helden aus dem Film und Fernsehen nachzumachen. Ja, das war immer mein größter Traum. Mhm. Ja, und da habe ich mich auch wohlgefühlt. Also Stagnation, jeden Tag dasselbe, immer dasselbe Charakter, das langweilt mich. Mhm. Deswegen liebe ich es ja. Also ich brauche es, die Abwechslung brauche ich, sagen wir so. Und diese Kindheitshelden, die du angesprochen hast, was waren denn das für welche? Wie jeder Bursch, der einen Stecken in die Hand nimmt und keinen Besen draus macht, sondern ein Schwert, okay. Waren es natürlich ganz klar Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme, Kurt Russell. Richtig. Classics. Ja, die Classics. Hast du eine Bucketlist, also Dinge, die du noch unbedingt machen möchtest, Projekte, Regisseure oder Schauspieler, mit denen du noch arbeiten möchtest? Bucketlist selbstverständlich. Aber wie wir natürlich wissen, in der Branche bist du keine Ein-Mann-Armee. Ja? Mhm. Als Sänger ist es einfacher, wenn du gut singen kannst und das Equipment hast, kannst du dich aufnehmen. Aber du kannst nicht selbst einen Film machen. Da brauchst du wirklich Spezialisten um dich. Das heißt, natürlich müsste man mit Magic Tricks alle anderen dazu auch bringen, mit dir deine Bucketlist zu machen. Weißt du, was ich meine? Klar, ich habe eine Bucketlist, vieles davon ist, weiß nicht, ob das so legal ist hier zu sagen, aber es ist alles noch im Rahmen. Okay. Welche Rolle spielen Kurzfilme in der Welt des Films?
Kurzfilme spielen natürlich in der Welt des Films bei uns in unseren Breiten eine sehr große Rolle, weil die Finanzierung für die großen Fernseh- und Filmproduktionen, die sind ja alle parteipolitisch und medial gefördert. Das heißt, die haben eine Bucketlist, da steht drauf, du musst das sein, das muss alles drin sein, wenn das nicht so ist, you're out. Das heißt, der Genrefilm zum Beispiel und alles Kreative, alles Fantasy-mäßig, alles, wo irgendwie was an Jean-Claude Van Damme, Kurt Russell und so weiter rankommt, muss in Kurzfilmen verpackt werden. Das heißt, sie spielen eine sehr große Rolle. Und leider Gottes haben die Kurzfilme sehr wenig Anerkennung in diesem Land, weil sie meist eben selbst finanziert sind und aus eigener Tasche und wirklich von null aufgebaut. Und ganz verstehe ich es nicht, die österreichische Filmlandschaft und die deutsche auch, wenn man nach, weil wir schon über L.A. gesprochen haben und Amerika, wenn du rüber siehst, ja, was produzieren die denn für Filme? Klar, sie haben mehr Budget, ich sage jetzt mal Avengers, aber es spricht ja nichts dagegen, mal einen österreichischen Avengers-Film zu drehen, ja? Klar, abgespeckt. Dann ist vielleicht Captain America eben Captain Austria in Lederhosen. Ich sage dir, das würden sich die Leute ansehen. Ich würde mir sofort anschauen. Ja. cool, und wir sind ja auch auf einem Filmfestival. Hast du einen Lieblingsfilm? Der heute gezeigt wird? Generell. Also von. Ich habe selbstverständlich einen Lieblingsfilm. Und willst du den wissen? Unbedingt. Okay, also einer meiner Lieblingsfilme, weil wir schon von großen Helden reden und er ist witzigerweise gerade im Fernsehen gelaufen vor ein paar Tagen, ist Der Patriot mit Mel Gibson. Ah, wunderbar. Und, Heath Ledger. Ledger für dich und Mel Gibson für mich. Super. Na dann, schönen Abend noch. Vielen Dank für das Interview und hoffentlich bis bald. Ich sage danke, Eva. Bis später.